Ich habe einen kleinen Test für dich. Der Test ist sehr simpel. Du musst mir nur beantworten, was du siehst, wenn ich dieses Blatt gleich umdrehe. Was siehst du? Ich bin mir sicher, dass die meisten jetzt sagen werden, ich sehe einen schwarzen Punkt. Und das stimmt. Es gibt einen schwarzen Punkt auf diesem Zettel. Aber dieser schwarze Punkt, er macht vielleicht 3% des ganzen Blattes aus. Die wenigsten von euch oder gar keiner wird gesagt haben, ich sehe ganz viel weiße Fläche. Und genauso ist es auch im Leben. Wir sehen oftmals nur die Dinge, die uns stören, die Kleinigkeiten, die uns aufregen. Wir sehen immer wieder diesen schwarzen Punkt. Wir sehen diese komplizierte Beziehung. Wir sehen diesen kleinen Streit. Wir sehen den Typen im Verkehr, der uns ein bisschen aufregt. Wir sehen nicht nur das, was uns stört bei anderen, wir sehen auch das, was uns stört bei uns selbst. Wir sind unzufrieden mit uns, denn wir sehen immer diesen schwarzen Punkt bei uns. Wir sehen die Nase, die uns nicht gefällt. Wir sehen die Haare, die uns nicht gefallen. Wir sehen die Schwächen bei uns. Vielleicht sind wir ungeduldig, vielleicht sind wir nicht so sportlich. Wir sehen ständig das, was uns stört. Wir sehen immer diesen schwarzen Punkt. Und wir kennen das aus der Schule. Wir kriegen eine Arbeit zurück, wir kriegen eine Klassenarbeit zurück und uns wird gezeigt, was wir nicht können. Es wird immer angestrichen, was wir falsch haben. Es wird nie angestrichen, was wir gut gemacht haben. Und so fangen wir an, uns auf unsere Schwächen zu konzentrieren. Plötzlich sehen wir überall diese schwarzen Punkte. In der Welt, bei uns selbst, bei unserem Partner, bei unserer Familie. Überall sehen wir das, was uns nicht gefällt. Wir sehen das, was uns unzufrieden macht. Und wir vergessen, dass es so viel Schönes gibt. Wir vergessen, dankbar zu sein für all das, was sonst noch so existiert. Denn dieser schwarze Punkt, er hat uns schon längst traurig gemacht. Und dieser schwarze Punkt ist das, was uns kontrolliert. Denk immer daran. Es gibt so viel, was gut ist. Denk daran, es gibt so viel, wofür wir dankbar sein können. Es gibt so viel, was schön an dir ist. Achte nicht auf diesen kleinen Makel, denn diese Makel machen dich zu etwas ganz Besonderem. Ich wünsche dir, dass du das Schöne im Leben siehst. Ich wünsche dir, dass du das Schöne an dir siehst. Dein Björn.